Nach schwersten Kämpfen und einem übereilten Rückzug der Konföderierten aus ihrer Stellung in der Bloody Lane, erzwungen durch die Divisionen von French und Richardson, wurde die Flanke von Richardsons 1. Division schon bald selbst durch die tapferen, jedoch zahlenmäßig unterlegenen Regimenter der 3. Arkansas und der 27. North Carolina bedroht. Um hierauf zu reagieren, drehte Richardson seine 3. Brigade unter Brooke, welcher auch die 52. New Yorker Infanterie angehörte, gegen die Konföderierten. Als die Deutschen der 52. in der Schlacht auf die Rebellen trafen, erhoben sie ihre berühmte Flagge der Lady Liberty, entleerten ihre Munition in die grauen Reihen und trieben sie zurück in die West Woods. Durch den Rückzug der Rebellen und dadurch, dass sich das Schlachtgeschehen in den Süden verlagerte, zogen sich die siegreichen Deutschen ihrerseits in Ruheposition bei der Bloody Lane zurück. Die 52. New Yorker Freiwilligeninfanterie war ein rein deutsches Regiment und wurde im Herbst des Jahres 1861 in New York City aufgestellt. Die Colonels Emil von Schöning und Paul Frank wurden ermächtigt, Infanterieregimenter aufzustellen, um die Rebellion im Süden niederzuschlagen. Von Schöning konnte 6 Kompanien aufstellen und gab seiner Einheit den Beinamen German Rangers. Colonel Paul Frank stellte 4 Kompanien auf und gab seinem Bataillon den Namen Siegel Rifles, nach dem berühmten deutsch-amerikanischen General Franz Siegel. Die beiden Bataillone wurden später zusammengeführt und bildeten so das 52. New Yorker Freiwilligeninfanterieregiment, welches vom 1. November an auf Staten Island für 3 Jahre in den Dienst der Unionsarmee gestellt wurde. Das Regiment führte seine Beinamen im Verlauf des Krieges weiter. Die Deutschen spielten eine wichtige Rolle in den Armeen sowohl des Nordens als auch des Südens. Über 200.000 Deutsche dienten in der Unionsarmee. Jeder 10. Soldat war ein deutscher Einwanderer. Über 60 Regimenter bestanden entweder ganz oder aber zu großen Teilen aus Deutschen. In vielen dieser Regimenter war auch die Befehlssprache bis in das Jahr 1862 hinein deutsch. Einer der Hauptgründe für den Zustrom deutscher Einwanderer war die gescheiterte Badische Revolution von 1848. Nach deren Niederschlagung sehnten sich viele Deutsche nach einem besseren Leben und viele sollten dieses in den Vereinigten Staaten finden. Einige der berühmten Deutsch-Amerikaner waren die Generäle Karl Schurz, Ludwig Blenker und Franz Siegel. General Franz Siegel hatte wohl den größten Einfluss darauf, dass sich viele Deutsche freiwillig der Sache der Union im amerikanischen Bürgerkrieg anschlossen. Die 52. New York erhielt ihre Feuertaufe in der Schlacht von Seven Pines. Sie diente weiter in McClellans Armee während des Halbinselfeldzuges und während der Sieben-Tage-Schlacht. Nach dem gescheiterten Versuch, Richmond einzunehmen, wurde das 2. Korps in Washington D.C. stationiert und deckte auch General Popes Rückzug nach dessen gescheiterten Vorstoß auf Richmond während des Nord-Virginia-Feldzuges. Nachdem bekannt wurde, dass Lee nach Maryland hineinmarschierte, schloss sich das Korps der 52. erneut General McClellan bei dessen Verfolgung des alten Graufuchses an. Während des Maryland-Feldzuges wurde die 52. New York von Colonel Paul Frank kommandiert und war der 3. Brigade unter Brooke in Richardsons 1. Division von Sumners 2. Korps angeschlossen. Die 52. nahm an keinen Kampfhandlungen während des Vortages zur Schlacht bei Antietam teil. Nachdem offensichtlich wurde, dass das 1. und 12. Korps beinahe aufgerieben wurden, erging der Ruf an Sumner und dessen 2. Korps, um ihnen an der rechten Flanke zu Hilfe zu kommen. Doch während Sumner seine Einheiten vorwärts bewegte, um die Konföderierten anzugreifen, verloren sich 2 seiner Divisionen und hielten sich nach Süden in Richtung der Konföderierten in der Sunken Road. Die Südstaatler unter D.H. Hill erwehrten sich dort tapfer der wiederholten Sturmangriffe, bis sie flankiert und somit zum Rückzug gezwungen wurden. Die 52. New York als Teil der letzten Brigade, welche die Vertiefung angriff, war auch nach dieser blutigen Auseinandersetzung noch in guter Verfassung. Doch bevor sie noch die Verfolgung der Konföderierten nach Süden aufnehmen konnte, wurde die Flanke ihres Korps durch Cooks Männer attackiert, was Brooke dazu veranlasste, ihm seine Brigade entgegenzustellen. Die Deutschen der 52. feuerten, was die Rohre hielten, in Cooks Linien, bis ihre Munition am Ende war und konnten die Konföderierten so zurücktreiben. Nachdem die Grauröcke flohen, schloss sich die 52. wieder ihrer Brigade in der Nähe der Bloody Lane an und stellte die Kampfhandlungen ein. Die 52. ging mit 119 Männern in die Schlacht bei Antietam und musste dabei 18 Verluste hinnehmen. Die 52. New York ist mit dem M1853 Enfield und dessen Tüllen-Bajonett ausgerüstet. Das M1853 Enfield verschießt das 14,7mm Minier-Geschoss, welches für seine hohe Zielgenauigkeit und gute Wirksamkeit auf mittlere und große Distanzen bekannt ist.
Die 52er tragen die Standarduniform der östlichen Unionsregimenter. Sie sind mit dunkelblauen Shelljacken und hellblauen Hosen bekleidet. Den Kopf bedeckt ein blaues Käppi ohne weitere Insignien. Man sieht sie mit einer Adlergürtelschnalle auf dem Brustgurt und einer State of New York Schnalle am Hosengurt. Einige Soldaten haben ihr Bettzeug umgeschnürt und tragen ihre Kampftasche. Die Hosen der Unteroffiziere sind mit schwarzen Längsstreifen an der Seite abgesetzt, um ihren Dienstrang weiter zu verdeutlichen. Die Regimentsflagge der 52. New York ist die wohl einzigartigste des gesamten Bürgerkrieges. Die weiße Flaggenseite zeigt die Lady Liberty auf einem Adler sitzend, während sie die Verfassung in der rechten Hand und die US-Flagge in der linken hält. Der Adler hält einen Olivenzweig im Schnabel und aus seinen Klauen schießen Lichtblitze. In jeder Ecke sind Eichenblätter platziert und die Battle Honors der 52. sind um das zentrale Motiv herum angeordnet. Auf der scharlachroten Seite der Flagge ist der Regimentsname zusammen mit dem Aufstellungsjahr im Lorbeerkranz eingefasst. Darüber einer der Regimentsbeinamen Siegel Rifles und darunter Colonel Paul Frank mit Goldfaden eingestickt. In jeder Ecke ist Lorbeer platziert und die Battle Honors sind wieder an den Flaggenrändern angeordnet. In War of Rights findest du die 52. New York auf Cooks Counterattack, wo sie die Angriffe der 3rd Arkansas und der 27. North Carolina abwehren. Also wofür entscheidest du dich? Wirst du für Siegel und die Union kämpfen oder schickst du diese Einwanderer in Särgen zurück in die Länder ihrer Herkunft?